Hallo, hier ist Julian, euer E-Mobilitätsexperte aus dem E.ON Forum. Wir kennen uns ja schon von diversen schriftlichen Beiträgen und heute schicke ich euch mal einen ersten Videobeitrag. Und zwar soll es um ein Thema gehen, das viele von euch sehr interessiert und viele von euch sehr beschäftigt, gerade die, die neu sind im Bereich der Elektromobilität, die einsteigen, die gerade dabei sind, sich zu informieren. Und es geht natürlich, wie soll es in der Jahreszeit anders sein, um das Thema Elektroauto im Winter. Wie ist das eigentlich mit dem Elektroauto im Winter? Funktioniert das? Man liest ja da die ersten Sachen im Sinne von, ja, im Sommer kommt man vielleicht noch zur Arbeit, aber im Winter, da reicht es ja wahrscheinlich kaum noch bis zum Bäcker. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Ich fahre seit über 10 Jahren elektrisch im Sommer wie im Winter und kann euch nur sagen, das funktioniert völlig problemlos. Ein paar Kleinigkeiten muss man beachten. Ein paar Dinge sind etwas anders als beim Verbrenner. Aber grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ja, wo kommt eigentlich wahrscheinlich diese Meinung her, ein Elektroauto würde im Winter nicht funktionieren? Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass viele von euch im Laufe ihres Lebens schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben mit einem Verbrennungsfahrzeug im Winter. Das springt nicht an, das qualmt, das verbraucht wahnsinnig viel Benzin im Winter, das fährt nicht sauber, vielleicht heizt das auch nicht so, gerade wenn man Kurzstrecken fährt, wie man sich das vielleicht so vorgestellt hat. Beim Elektroauto könnt ihr viele dieser Probleme ganz entspannt vergessen. Gucken wir mal an. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Anspringen eines Elektroautos im Winter? Ja, das ist natürlich das schönste Geschenk des Elektroantriebes. Das Problem gibt es einfach nicht. Schlüssel rein, Startknopf drücken. Ja, ich hätte nicht beinahe Gang einlegen gesagt. Vorwärtsgang oder rückwärts Wahlhebel einstellen, je nachdem, wie das bei eurem Fahrzeug ist. Und einfach losfahren. Das Fahrzeug, der Motor muss ja nicht anspringen. Es fährt einfach, solange entsprechend Strom in der Batterie vorhanden ist. Also das Thema Anspringen könnt ihr ganz behakt weghaken. Zweites Problem im Winter, vereiste Scheiben. Tja, auch das ist mit dem Elektroauto zum Glück überhaupt kein Problem, denn jedes Elektroauto hat ja eine Standheizung eingebaut. Manchmal lässt die sich sogar sehr komfortabel programmieren, zum Beispiel vom Handy aus. In vielen Fällen kann man auch im Auto das ganz einfach einstellen und dann wird das Elektroauto vorgeheizt, wenn ihr noch zu Hause euren Kaffee trinkt. Also auch das ist überhaupt gar kein Problem. Übrigens, bei vielen Elektroautos funktioniert die Vorheizung auch dann, wenn das Auto angeschlossen ist, über die Wallbox. Das heißt, es wird kein zusätzlicher Strom fürs Vorheizen aus der Fahrbatterie entnommen. Das erhöht dann ein wenig die Reichweite. Das heißt, auch dieses Thema könnt ihr ganz behakt abhaken, heizen, vorheizen, Scheiben abtauen. Auch das ist im Elektroauto überhaupt kein Problem und ein riesen Sicherheitsfaktor. Denn ihr wisst es selber, wie oft sieht man im Winter Leute, die mit so kleinen, freigekratzten Gucklöchern durch die Gegend fahren, die Seitenscheiben vielleicht noch vereist, vorne alles halb vereist. Unverantwortlich ein solches Verhalten. Passiert euch im Elektroauto garantiert nicht. Heizleistung ist ab der ersten Minute da, funktioniert einwandfrei und in wenigen Minuten sind die Scheiben frei und ihr könnt losfahren, hundertprozentig sicher, im warmen Auto, überhaupt gar kein Problem. Ja, wie sieht's aus mit der Reichweite im Winter? Wird nicht für das Heizen wahnsinnig viel Strom verbraucht und habe ich dann nicht wirklich nur noch eine kleine Reichweite zur Verfügung? Auch hier kann ich euch wirklich aus den Erfahrungen der letzten Jahre sagen, da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Ja, es wird ja mehr Strom verbraucht, denn das Elektroauto, der Elektromotor hat ja so gut wie keine Abwärme, also wird die Wärme durch die Heizung im Auto erzeugt. Die Reichweite sinkt, die maximale Reichweite sinkt dann um, ja, je nach Fahrzeug und je nach Technik 10 bis etwa 20%. Auf Kurzstrecken kann es auch ein bisschen mehr sein. Das hat aber nur was damit zu tun, dass wie bei jeder Heizung, wenn das Fahrzeug erstmal aufgeheizt werden muss aus dem kalten Zustand, wird natürlich überproportional viel mehr Energie verwendet, als wenn man eine längere Strecke fährt. Ich bin zum Beispiel gestern eine Strecke gefahren von 2x knapp 40 Kilometer. Es waren 0 Grad. Wir haben gemütlich im Auto geheizt. Es war angenehm warm. Wir konnten ganz entspannt im Auto sitzen. Keine Handschuhe, kein Schal, keine Mütze, keine Sorge. Und am Ende der Fahrt haben wir festgestellt, wir hatten also einen Verbrauch von 12% zusätzlich für die Heizung. Das ist absolut lächerlich und fällt im Alltag überhaupt gar nicht auf. Je länger also eine Strecke ist, zum Beispiel wenn ihr in den Urlaub fahrt oder wenn ihr einen
Besuch macht, wo ihr längere Strecke anzufahren habt, wird sozusagen der prozentuale Anteil für die Heizung immer geringer. Auf kurzen Strecken merkt man es ein bisschen mehr, aber bei kurzen Strecken fällt das ja auch nicht großartig ins Gewicht, denn da fährt man ja sowieso meistens mit einem vollen Akku los, ist also auch überhaupt kein Problem. Ja, was ist vielleicht im Winter noch ein bisschen anders als im Sommer im Elektroauto? Das Laden dauert manchmal, je nach Modell, ein bisschen länger als im Sommer, weil die Batterie kalt ist, nicht ganz so schnell den Strom aufnimmt. Deswegen hier mein Tipp, ladet euer Elektroauto doch einfach immer, wenn ihr von einer Fahrt nach Hause kommt. Dann ist die Batterie noch warm und kann besser den Strom aufnehmen. Der Ladevorgang geht schneller und ist insgesamt einfach effizienter. Alles zusammen seht ihr also, das Fahren mit einem Elektroauto im Winter stellt überhaupt kein Problem dar. Ihr müsst einzig nur ein bisschen darauf achten, vielleicht, dass ihr regelmäßig das Auto ladet, sodass immer ausreichend Energie im Akku fürs Fahren zur Verfügung steht und in dem Fall im Winter eben nicht nur fürs Fahren, sondern auch fürs Heizen. Dann wünsche ich euch von der Stelle viel Spaß mit eurem Elektroauto im Winter. Genießt das Fahren, es ist wirklich wunderbar, es funktioniert im Sommer genauso gut wie im Winter. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder hier auf Frag E.ON. Bis dahin, ciao, ciao.